So, moin. Willkommen zur Strompreisvorschau für morgen, den 19.07. Und ja, heute war der Kracher. Heute Abend kommt es mit 67,9 Cent, also fast 70 Cent die Kilowattstunde. Also, es muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist echt hardcore. Also wirklich. Ja, was soll ich sagen? Vermutlich geht es die Woche weiter so. Die Hitzewelle kommt morgen bis zu 36 Grad. Also befolgt bitte die Tipps, die Markus euch in den letzten Videos immer wieder zur Hitzewelle gegeben hat. Ja, kommen wir einmal zu den Strompreisen. Also morgen 48,3 Cent, um 5 Uhr geht's los. Hier geht es schon um ja, 4 Uhr mit 44 Cent auch schon los. Also hier schön den ganzen Block bis 7 Uhr kann man voll mitnehmen, hochpreisig, schön für die BRKWs. Und dann kommt hier am Abend der Hammer mit 58 Cent, also auch wieder fast 60 Cent. Ja, für die BRKWs natürlich schön, für die flexiblen BRKWs, den vollen Ertrag kann man hier mitnehmen, gar keine Frage. Super. So, dann schauen wir noch einmal in die Langzeitprognose. Also auch hier sehen wir, bis zum 28. August hohe Preise, wirklich hohe Preise. Und ja, wie wir auch in den letzten Wochen schon gesehen haben, der tatsächliche Strompreis, der an der Börse ausgehandelt wird, ist nochmal um 5 bis 10 Cent höher als hier die Prognose. Stand jetzt. Ja, schauen wir noch einmal auf Wind und Sonne. Also morgen auch gar kein Wind. Das erklärt natürlich auch den hohen Strompreis, wie heute natürlich auch schon. Ja, es steigt dann zum Abend bzw. in der Nacht auf Mittwoch etwas an, aber auch ja, sinkt dann wieder ab hier ab 12 Uhr. Also und auch die ganze Woche ist hier windstill. Aber dafür haben wir Sonne satt hier morgen. 37 Gigawatt und es bleibt heiß und warm und genau. Ja, dann wollte ich noch einmal hier auf die Viertelstundenpreise gucken für heute. Also auch hier in der Nacht hatten wir Blöcke mit drin, die hochpreisig waren. Und auch hier im Abend kommen noch mal etwas erhöhte Blöcke, also hier an die 1000 Euro die Megawattstunde. Und ja, so viel zu heute. Schützt euch vor der Sonne, geht im Pool und bis morgen.